Moin Leute, herzlich willkommen zu einem neuen JB Motors Video. Endlich haben wir mal wieder Zeit gefunden, was zu drehen. Es geht hier drunter drüber, die Autos fliegen nur so raus. Und ich habe, glaube ich, im ersten Video schon mal erwähnt, dass es hier so ein kleines Projekt gibt. Da stehe ich gerade vor. Und das würde ich euch in diesem Video gerne mal näher erläutern, wo wir da gerade stehen, was wir vorhaben. Vielleicht könnt ihr erahnen, was für ein Fabrikat es ist. Vorne ist, glaube ich, hier so ein kleines Logo zu sehen. Max hat gesagt, ich soll den Spannungsbogen ein bisschen aufbauen, das versuche ich mal. Also es wird höchstwahrscheinlich ein Porsche sein. So, das, soweit können wir, glaube ich, alle. Jetzt sehen wir hier so ein kleiner Spoiler, es ist aber auch irgendwie kein GT-Spoiler. Wenn ich hier so ein bisschen reinfasse, sehe ich hier so, das könnten so Lufteinlässe sein. Da sind so Achsen, die sehen auch nicht ganz normal aus, wenn ich mir hier so das Fahrwerk anschaue. Ja, oh, was ist das? Ich glaube, das ist ein Turbolader, du. Ich würde sagen, ich ziehe die Scheiße einfach mal ab, ne? Oder? Also. Let's get it. Hop off a 16 passenger. This a G5, no, this not a Challenger. Big one. I keep some members with me in the fridge. Get cold seats, stay some cannibals. Was ist es, Leute? Was ist es? Man kann es irgendwie wahrscheinlich, also es ist immer noch nicht richtig eindeutig, denn wir haben Lufteinlässe, die für den Turbo natürlich spezifisch sind. Wir haben die Turbolader, die wir hier wunderschön sehen. Ein GT2 hätte aber einen anderen Spoiler. Ne? Was machen wir da? Also, es ist ein GT2, ein originaler GT2, heckangetriebener Turbomotor. Alter, das ist das geilste, der geilste Scheiß, den man sich kaufen kann. Das Heck ist umgebaut auf ein GT2 RS. Ne? Die Stoßstange liegt hinten im Lager, die haben wir jetzt gerade nicht hier. Und darauf ist ein Kappspoiler. Also wirklich so eine Theke, werden wir nochmal zeigen. Wir waren so am Hin und Her überlegen. Ne? Max sagt die ganze Zeit, du musst das Ding ohne Spoiler fahren. Also wahrscheinlich werden wir uns hier kleine Kappen besorgen. Und das dann optional machen, so quasi, dass man die einmal verschließt. Ich finde diese Optik auch mega geil mit diesem, wie nennt sich das, Ducktail, ne? Genau, Ducktail-Spoiler. Ducktail-Spoiler, finde ich mega geil. Genau. Waren ja einige damit rum. Die Story zu dem Auto ist auch geil. Wenn man sich das mal überlegt, ich versuche da mal Bilder rauszusuchen. Das war fast ein Scheunenfund. Und der krasseste Scheunenfund überhaupt. Also mich rief eine Kundin an, von der habe ich vor 3,5 Jahren tatsächlich meinen ersten Porsche gekauft. Das war ein Cayman, ein Porsche Cayman in Gelb. Und da haben sich die Familienverhältnisse ein bisschen verändert. Auf jeden Fall hatte sie zwei Autos in der Garage stehen und wusste gar nicht so richtig, was. Klar wusste sie, sind zwei limitierte oder relativ seltene Porsche. Habe ich angerufen, ich bin da hingefahren und was stand da? Ich blende wirklich mal ein Bild ein. Ein GT2 und ein GT3 S4.0. So, die beiden Autos standen da. Das ist natürlich so der heilige Gral eines Porsche-Händlers. Dann sind wir uns da relativ schnell einig geworden. Man muss sagen, das Auto hier wurde schon, der Wagen hat 20.000 Kilometer gelaufen und er wurde, ich glaube, 80% auf Rennstrecke bewegt, muss man ehrlich sein. Man hat es auch gesehen an den ganzen Teilen, da gehe ich gleich nochmal ein bisschen drauf ein. Und der war komplett wild foliert, man sieht hier die ganzen Schriftzüge noch, das hat sich richtig eingebrannt. Also da ist jetzt schon richtig Arbeit reingegangen und es sieht immer noch aus wie Müllhaufen, so gefühlt. Der war komplett foliert, dann haben wir beim Folieabziehen hier den Lack mit runtergezogen, was echt richtig ärgerlich war. Aber unterm Strich, natürlich, ich kaufe das natürlich nur, wenn es irgendwie passt. Und der war verhältnismäßig sehr, sehr günstig für einen GT2. Es gibt momentan am Markt, glaube ich, ich glaube, die gehen los bei 150.000 ungefähr. Dann sind hier auch noch ein paar coole Teile verbaut. Ich habe noch ein großes Ersatzteilepaket dazu bekommen. Also ich sag mal, der war so günstig, dass ich mich dieser Aufgabe angenommen habe. So, sonst würde ich mir natürlich auch so eine Arbeit hier nicht ans Bein binden. Und während ich so die Folie abgezogen habe hier und das Auto ein bisschen sauber gemacht habe, dann haben wir die Front, die Scheibe war komplett gerissen. Ne? Da habe ich schon eine neue Scheibe einsetzen lassen und es wurde immer schöner, das Auto. Und währenddessen habe ich so gedacht, den kannst du eigentlich gar nicht verkaufen. Und irgendwie hänge ich schon mittlerweile sehr an dem Auto. Wir haben echt schon ein bisschen was investiert an Zeit. Und jetzt habe ich mir überlegt, wir bauen daraus so ein JB Motors Track Tool. Das ist geiler Scheiß. Wir bauen da ein Track-Tool draus. Der war komplett, da war wirklich ein Rennsitz drin. Der Käfig war bis nach vorne gezogen. Ein Sportlenkrad, da war eine Funkanlage drin, ein Kamerasystem. Ich habe mich aber dazu entschieden, das Auto so aufzubauen, dass man ihn im Alltag fahren kann, aber dass ich quasi mit dem Auto zur Nordschleife fahren kann, ein paar Runden drehen kann,
da auch safe bin, einen Feuerlöscher drin lasse und so, dass ich nichts umbauen muss, dass ich vielleicht einen zweiten Satz Felgen dann besorge mit Slicks oder so, dass ich den dann quasi aufziehe, aber dann ready to race bin. Ich möchte kein Cup-Auto bauen. Ja? Ich habe das eigentlich mehr oder weniger ein bisschen entschärft, das Auto. Wir können mal reingucken. Dieser Shifter alleine, ne? Also ist jetzt alles noch ein bisschen zerlegt. Wie gesagt, das Sportlenkrad ist hier drin. Ich, da vorne liegt das originale Lenkrad. Das werde ich wieder einbauen, so einfach, weil es alltagstauglicher ist. Und ja, das ist einfach, ich will damit ja auch auf der Straße fahren. Dann haben wir die originalen Sitze wieder eingebaut. Wir haben den Käfig vorne, da sind so Anschlussstellen. Den haben wir hier vorne dann gelöst. Das heißt, den vorderen Teil des Käfigs haben wir rausgenommen. Das ist jetzt wie ein Clubsportbügel. Ist im Prinzip ein Clubsportbügel. Es ist ein GT2 Clubsport, das ist ja noch der Oberhammer. So, das ist ein originaler GT2 Clubsport mit 20.000 Kilometern. Das ist der Oberhammer. Und gut, er wurde auf der Rennstrecke bewegt, aber dafür ist das Auto auch da, wenn man mal ganz ehrlich ist. Ne? Und jetzt schraubst du hier immer nach Feierabend fleißig oder wie läuft das? Ja, da muss ich auch ein paar Credits abgeben an den Norbert. Ne? Der Norbert schraubt schon viel. Ne? Also wissen ja mittlerweile auch ein paar, dass ich früher eigentlich mit Schrauben angefangen bin. So. Also Schrauben fällt mir nicht schwer, ich kann das, aber ich habe ehrlich gesagt nicht mehr so richtig Bock. Ich habe, wie gesagt, diese Oldtimer restauriert und so und ich glaube, ich habe so ein bisschen zu viel davon abbekommen. Hab keine Lust mehr. Genau, so, ja genau, das, was mir Spaß macht, ich habe hier gerade noch so ein bisschen Klebereste mit Verdünnung abgemacht. Ne? Das sind so die Freunde auf dem Samstagnachmittag hier. Ne? Schön arbeiten. Die schön arbeiten, genau. Mal neue Teile anbauen, das macht mir natürlich Spaß, aber ich habe auch im Alltagsgeschäft die Zeit gar nicht dafür, jetzt hier irgendwie die Achsen auseinanderzureißen und so. Auch wenn ich manchmal vielleicht gehen würde, weil dabei kommt man echt so ganz cool runter. Ja, wir haben, genau. Apropos Achsen, genau. Was haben wir gemacht? Ich will den richtig schick haben. Ich will, dass alles perfekt ist an dem Auto. Wir haben die Achsen überholt. Hier sieht man das mal richtig cool. Vorher, nachher. So kommt die Achse quasi da raus. Das ist jetzt von der anderen Seite. Und das hier, da haben wir jedes einzelne Teil zerlegt. Wir haben hier vorne eine Sandstrahlkabine oder eine Glasperlstrahlmaschine hier vorne. Da kommen die Teile dann rein hier. Ne? Und dann wird er mit Hochdruck. Oh, sieht man noch den Rest. Gut, dass ich gerade sauber gemacht habe. Da wird dann quasi mit 10 Bar oder so das Ding mit Glasperlen bestrahlt und dann sieht es eben danach so aus. Aus wie neu. Genau. Wir haben hier schon Stahlflexleitungen drin, also man sieht, das Auto wurde schon auf der Rennstrecke bewegt und was natürlich ganz cool ist, weil ich spare mir viel Geld für ein Fahrwerk, ne? Da ist ein vernünftiges Fahrwerk drin. Es ist schon ein bisschen was gemacht. Dann haben wir uns gesagt, die Radläufe sehen scheiße aus, so. Wenn das Ding viel auf der Rennstrecke bewegt wird, dann ja, vergilbt das alles. Das ist natürlich sehr dreckig, auch über die Jahre jetzt. Wir machen alles vernünftig sauber, wir haben alles zerlegt. Auf der anderen Seite können wir es mal gucken. Da haben wir es jetzt mal ein bisschen abgeklebt, wir haben uns jetzt Lack besorgt. Das wird jetzt, weil hier ist ja auch, da wurde schon mal was grundiert, keine Ahnung. Wahrscheinlich, weil da sieht man auch Schleifspuren. Wenn das Ding natürlich tief eingestellt wird, dann schleift das da ab und zu mal. Das wird jetzt alles neu gemacht, sodass man wirklich sagt, man guckt da rein und man sieht eigentlich nichts Dreckiges mehr. So, ne? Das ist einfach alles vernünftig. Dann kann ich das wieder dreckig machen. Vorne sieht man das schon mal hier so, da haben wir schon die Bremsen einmal neu gemacht. Die Bremssättel, ich habe leider kein Bild mehr davon, die waren knusperbraun, wirklich. Also ich meine, wenn du so ein Auto auf der Rennstrecke bewegst, da kommt natürlich richtig Temperatur rein. Die haben wir gestrahlt, die sind lackiert, wir haben den Porsche-Schriftzug hier richtig schön eingearbeitet. Das ist quasi gelb lackiert, Schriftzug drauf und mit Klarlack versiegelt. Also da passiert gar nichts mehr. Richtig anständig. Richtig anständig. Ne? Und ja, die waren gelb, weil er Keramikbremse ursprünglich hatte. Ich hätte eigentlich auch richtig gerne Keramik, weil ich bin absoluter Keramik-Liebhaber, sagen wir es mal so. Ich würde mir jedes Auto mit Keramikbremse bestellen, aber die habe ich gerade nicht, die waren auch nicht dabei. Die haben die irgendwie mal irgendwo verloren, keine Ahnung, weiß ich nicht. Und jetzt haben wir da wieder die Stahlbremse drauf gemacht, weil die einfach günstiger sind, ganz einfach. Ja, das finde ich ganz geil hier mit der Verbreiterung. Die lasse ich auch dran. Hier vorne, da haben wir uns ja schon drüber gestritten, aber die müssen dran, ne? Weil die Verbreiterung ist original? Nee. Oder ist die nachträglich? Nee, die ist nachträglich reingemacht, genau. Und hier vorne, diese Flaps hier. Ja. Ich finde die eigentlich ganz nice. Ihr könnt ja mal schreiben, was ihr so meint. Aber ich finde es eigentlich ganz geil. Vorne, das ist ja die originale GT2-Stoßstange, weil ist ja halt auch ein originales Auto. Hier sieht man es auch nochmal ganz klar, ne? Guck mal, auf der anderen Seite, die Achse und wie es hier aussieht, ne? Ist einfach krank. Ist einfach richtig geil. Ich hole die ganzen, die Pappen und so hier, die Radläufe und so, das hole ich alles neu, ne? Das muss vom Allerfeinsten, das Ding. Und hier zur Bella Maschina, ne? Dreckig wie Sau, aber
4 wie immer. Geiles Ding, ey. Da ist eine andere Auspuffanlage drunter. Ich weiß gar nicht was. Ich glaube, es ist ein Eigenbau oder so. Und so ein bisschen Titan in Rohr. Das ist eine TÜV abgenommene Abgasanlage, Werner. Tut das Snow, dass das so laut ist? Ja. Ja, guck mal hier. Hier haben wir noch ein bisschen. Das ist ja die Schrauberecke hier. Hier haben wir die Teile dann, ne, die Bremssättel. Die Dichtung hier von den Bremssätteln, ne, die haben wir rausgenommen. Die waren komplett weggebrannt, weil da so eine Temperatur drin ist. Echt krass, ne? Neue Schrauben natürlich, ne? Das volle Programm kriegt das Ding. Ja. So, was haben wir noch vor? Norbert macht jetzt die Achsen fertig, so dass die wieder einsatzbereit sind. Dann wird das Fahrwerk noch überholt. Dann schrauben wir die, dann lackieren wir die Radläufe, dann schrauben wir die wieder rein. Dann sind wir eigentlich so weit, dass das Auto fahrbereit ist, dass es einfach funktioniert wieder, dass es vernünftig aussieht. Und dann haben wir uns überlegt, da muss ein geiles Design drauf, ne? So, ich würde da gerne so ein kleines YouTube-Projekt draus machen aus dem Auto. Und ich habe schon mit einem befreundeten Künstler gesprochen, der hat auch schon gesagt, Mensch, habe ich Bock drauf, mal ein Auto irgendwie zu bemalen oder so. Vielleicht vorher eine Folie wieder rüberziehen, eine Klarsichtfolie und dann irgendwie ein cooles Design drauf malen oder so. Da sind wir noch so ein bisschen, ja, am Überlegen, was wir da mit dem Auto so machen, ne? Wie wir es irgendwie designen. Es soll irgendwie ein Hingucker sein, was irgendwie diese Firma repräsentiert und was einfach Aufmerksamkeit bewirkt. Die originalen GT2-Felgen haben wir im Lager noch liegen. Die müssen silber, ne? Die müssen silber. Also wir sind ja ganz Team JB Motors. Ist Team silberne Felge. Das Land braucht mehr silberne Felgen. Die schwarzen Felgen, ich kann es nicht mehr sehen. Mein Lambo hat schwarze Felgen, das ist das einzige Auto, wo ich es akzeptiere. Aber es gibt nichts Schöneres als ein weißes Auto mit silbernen Felgen. Die Frage ist ja nur, ob er weiß bleiben wird. Ja, ich bin ja schon eher so ein bisschen darauf, nur so ein Design zu machen. Ne? Den Lack jetzt richtig geil aufzubereiten, den richtig stramm durchzupolieren, picobello zu machen. Dann stell dir das vor, der Lack richtig top. Spoiler hin, ich habe noch, das ist ja der Oberhammer, pass auf, der geile Story. Diese zwei Autos standen da in dieser Garage, das Bild blenden wir wie gesagt ein. GT3 S4.0, GT2 nebeneinander, ich lade alles ein. Da sagt die Dame zu mir, achso, das ist da hinten, ich sag, da sind liegen noch ein paar Teile und so, brauchst du das noch? Nimm mit. Ich will das alles nicht mehr sehen, nimm die Scheiße mit. Was lade ich ein? Einen originalen GT3 RS 4.0 Spoiler. Ja, also genau, das ist nicht der. Das ist der andere. Der andere ist beim Lackierer gerade. Leute haben wir zwei davon. Ja, genau. Der kommt auch, also wir haben hier bald wieder zwei stehen. Aber die sind wahrscheinlich beide verkauft. Wahrscheinlich. Der eine ziemlich sicher, der so halb. Und einen kompletten Spoiler mit Heckflügel. Ich bin am Überlegen, ob man den Spoiler nicht daran baut. Hä? Kein Spoiler. Kein Spoiler? Ah, Max will keinen Spoiler. Ich habe noch einen Carbon-Spoiler komplett, riesig. Da müssen wir mal gucken. Ihr könnt ja mal mitentscheiden. Ich würde sagen, das ist so der Startschuss für das Projekt. Vielleicht haben wir auch ein, zwei kreative Leute in der Community. Boah, das wäre geil, ne? Die mal Designvorschläge per Mail schicken können. Das wäre richtig geil. Wenn ihr eine Idee habt, wir können auch die Felgen blau machen, wenn das geil aussieht, so, ne? Finde ich auch nice. Ja. Ja. Nur nicht schwarz. Nee, schwarze Felgen gibt's nicht. Also die Leute, die da schwarze Felgen drauf machen wollen, meldet euch nicht. Der Rest, wenn ihr Bock habt, so ein Ding mitzudesignen, wir würden euch auch irgendwie taggen da drauf oder so. Oder mit, könnt euch auch mit eurem Namen da drauf verwirklichen dann, keine Ahnung. Wenn es euer Design wird, dann dürft ihr eine Runde kostenlos mitfahren. So, Bielzerberg, ne? Wir wollen sowieso mal so ein kleines Event machen. Aber dazu kommen wir irgendwann nochmal. Genau, schreibt mal in die Kommentare, was ihr meint, wie ihr das Auto findet, wie ihr das gestalten würdet. Habt ihr irgendwelche geilen Ideen? Und wir halten euch up to date und wir sehen uns dann im nächsten Video. Zum GT2. Wir nennen den GT2R, da steht er. GT2R. Also, bis dann. GT2R, ciao. Ciao.